Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gelobt sei Jesus Christus. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Impuls am letzten Sonntag im heurigen Oktober, dem 31. Sonntag im Jahreskreis. Ich liebe das Leben. Das ist eine Refrainzeile eines Schlagers. Im Buch der Weisheit wird Gott als Freund des Lebens bezeichnet. Anders als der Schlager, der natürlich die Diesseitigkeit meint, eine moderne Eudaimonie, ein Auskosten all der weltlichen Genüsse, weil irgendwann einmal Alter und Krankheit und Tod all dem ein jähes Ende bereiten, spricht das Weisheitsbuch vom Leben in seiner Gesamtheit. Es geht um die liebevolle Fürsorge Gottes gegenüber den Menschen. In seiner Enzyklika Dives in Misericordia hat der heilige Papst Johannes Paul II. Gelehrt, das Erbarmen Gottes ist nicht so sehr Gegenstand einer Belehrung, sondern in erster Linie eine Wirklichkeit, die uns durch Christus gegenwärtig wird. Im heutigen Evangelium begegnet uns dieser Zachäus und der Herr Jesus Christus, der ihm begegnet. Jesus, der nach Jerusalem unterwegs ist, hält sich in Jericho auf. Und bei seinem Einzug in die Stadt hat er den blinden Bettler geheilt, der bis zu Jesus gelangte, dank seines starken Glaubens und vor allem auch dank seiner Hartnäckigkeit gegenüber denen, die ihm zu schweigen befahlen. Aufgrund des reichen und fruchtbaren Gebietes war Zachäus dort sehr reich. Herodes hatte in dieser Grenzstadt einige Prunkbauten errichten lassen. Zachäus wollte auf einen Maulbeerfeigenbaum klettern, so heißt es, vielleicht einen jener wuchtigen Bäume am Straßenrand. Denken wir an die Belustigung der Menschen angesichts der Kletterei jenes kleinen und fülligen Zöllners. Er selbst wird sich daraus nichts machen, denn er will nur eines, Jesus sehen. Und hier beginnt diese Geschichte für uns als Zuschauer interessant zu werden. Will ich Jesus sehen? Fragt der heilige Papst Johannes Paul II. In einer Predigt zu dieser Bibelstelle. Tue ich mein Bestes, damit ich ihn sehen kann? Lassen wir uns diese Frage des heiligen Johannes Paul II. Gefallen. Wie oft habe ich den Eindruck gewonnen, dass für so viele Menschen Christentum in etwa bedeutet: Wasch mir den Pelz, aber bitte mach mich nicht nass. Natürlich ist es allen wichtig und wertvoll, dass ein Pfarrer vor Ort in den Gemeinden ist, aber da und dort über den eigenen Schatten springen, ein wenig unterstützen durch apostolisches Wirken, von dem man nicht gleich Erfolge sieht, aber langsam doch eine Veränderung, das ist vielen zu viel. Natürlich ist es allen wichtig und wertvoll, dass jeden Sonntag in jeder Pfarre Messe gefeiert wird, auch wenn sie nur selten den Sonntagsgottesdienst besuchen. An dem einen Sonntag aber, wo es zufällig in den Kalender passt, da muss der Priester dann bereitstehen. Mit dem Kind zum Erntedank, zur Palmprozession, zur Kindermesse, zum Pfarrfest kommen, das ja. Aber angesprochen werden auf den Glauben, eingeladen werden zur Messe am Sonntag, wo sonst nichts passiert, das schon wieder nicht. Zachäus hat in Kauf genommen oder vielleicht unbewusst sogar darauf hingearbeitet, nicht nur Jesus sehen zu können, sondern auch von Jesus gesehen,
angesprochen zu werden. Und in ihm geht eine radikale Veränderung vor. Hin zum Guten, hin zum Glück und Heil, heraus aus dieser Tretmühle einer egoistischen Lebensweise. Legen wir die Angst ab vor solchen Veränderungen, die der Herr in uns wirken will. Lassen wir uns ansprechen von ihm, wandeln und erneuern, dass er auch an uns und in uns sein Werk vollenden kann. Mit diesen zugegebenermaßen provokanten Gedanken wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Gelobt sei Jesus Christus.